Greetings world, we are Anonymous. Am 24.03.2014 wurde auf der angeblichen deutschsprachigen Facebook-Seite von Anonymous ein Video mit dem Titel Nachricht an die deutsche Bevölkerung gepostet. Tausende likten dieses Video und teilten es, auch auf YouTube wurde es verbreitet. Wir möchten darauf hinweisen, dass dieses Video im Widerspruch zu den wahren Ideen der Anonymous-Bewegung steht. In dem Video werden unter dem Deckmantel einer gerechtfertigten Kritik an der prokapitalistischen und autoritären gegenwärtigen Politik der EU und der deutschen Regierung verschwörungstheoretische und nationalistische Ideologien verbreitet. Unter anderem wurde wiederholt auf den Neonazi-Mythos von der Bundesrepublik Deutschland GmbH, die wahnwitzige esoterische Chemtrail-Verschwörungstheorie, die antisemitisch konnotierte Rede von einer New World Order und auf eine angebliche Klimalüge verwiesen. Die Personengruppe, die hinter der vermeintlichen Verschwörung gegen Deutschland steckt, wird in dem Video nicht benannt. Man darf nur mutmaßen. So äußert man sich zwar nicht offen antisemitisch, doch hält zugleich die Flanke nach weit rechts außen offen. Ein Kommentator auf YouTube hat wohl verstanden, um was es geht. Es gibt nur noch einen Weg, hängt sie auf, schneidet ihnen die Hälse ab und lasst keinen Stein mehr auf dem anderen. Wir von Anonymous sind gegen die herrschende Elite aus Vertretern der Politik, Banken und Konzernen. Doch das ist keine systematische Verschwörung, die hinter den Kulissen die Fäden zieht, sondern ein weitgehend offen operierendes Netzwerk, das für eine bestimmte Politik zulasten der Armen und Ausgebeuteten steht. Verschwörungstheorien bringen uns nicht weiter, wenn wir gegen diese Politik ankämpfen wollen, lassen wir die Spekulationen und halten wir uns an die allgemein anerkannten Fakten. Die sind schlimm genug und geben genug Anlass zur Besorgnis. Schon seit Jahrzehnten wird Europa von einer Politik beherrscht, die von dem Abbau sozialer Rechte, verschärftem Wettbewerbsdruck, dem Abbau von Bürgerrechten und aggressiver Machtpolitik nach außen bestimmt ist. Ob in Deutschland, in Frankreich, in Griechenland oder in Spanien, diese Politik betrifft uns alle, wir sollten uns gemeinsam gegen sie zur Wehr setzen. Das verstehen die Macher und Macherinnen des Videos nicht. Sie wollen ein starkes Deutschland und einen starken positiven Bezug zur deutschen Nation. Doch Deutschland ist nicht Opfer, sondern Täter der derzeitigen EU-Politik. Ihre Hauptprofiteure sind die deutschen Banken und Konzerne. Die Regierung Merkel verfolgt die Interessen des deutschen Kapitals sehr konsequent. Die Leidtragenden sind vor allem die Menschen in Südeuropa, aber auch wir selbst, denen es nichts nützt, wenn sich die Profite der deutschen Konzerne verbessern und wir immer mehr arbeiten müssen und immer weniger Lohn dafür erhalten. Der Hauptfeind steht also im eigenen Land und das Einzige, was gegen ihn hilft, ist internationale Solidarität. Nationalismus stärkt in Wahrheit nur die Herrschenden. Nach dem Motto Teile und Herrsche treiben sie damit einen Keil zwischen die Ausgebeuteten der verschiedenen Länder, oft sogar die Ausgebeuteten eines Landes. Wozu das führt, sehen wir derzeit in Syrien und der Ukraine. Konsequent zu Ende gedacht, führt Nationalismus immer zu Krieg und Aufhetzung. Die Wiederherstellung einer angeblich verlorenen deutschen Souveränität zu fordern und gleichzeitig für den Pazifismus zu sein, ist ein Widerspruch in sich. Nationalistische und faschistische Parteien und Bewegungen sind derzeit überall in Europa auf dem Vormarsch, in Ungarn stellen sie sogar die Regierung. Insbesondere Sinti und Roma, sogenannte Zigeuner und Asylsuchende, sind die blutigen Opfer dieser Tendenz. Wohin soll das noch führen? Das Video suggeriert eine Alternative, entweder für die Nation oder für die gegenwärtige EU-Politik. Doch diese Alternative ist falsch. Die EU ist ihrer Idee nach kein schlechtes Projekt. Sie könnte auch sozialen Interessen dienen, wenn sich die Ausgebeuteten nur nicht gegeneinander ausspielen lassen. Es ist klar, dass die EU gerechter und demokratischer gestaltet werden muss.
Dafür sollten wir eintreten, nicht für eine Rückkehr zum Nationalismus früherer Tage. Schon um 1800 haben sich führende Gestalten des deutschsprachigen Geisteslebens wie Lessing, Lichtenberg, Kant, Hegel, Goethe, Schiller und Beethoven immer wieder gegen den engstirnigen Patriotismus mancher Zeitgenossen geäußert. Sie verstanden sich als Weltbürger, orientierten sich positiv nach England und Frankreich, bejubelten sogar teilweise den Einmarsch Napoleons, träumten von den Vereinigten Staaten Amerikas als künftigem Reich der Freiheit. Daran sollten wir uns halten, nicht an Aspekte der deutschen Tradition, die letztendlich nur in Krieg und Massenvernichtung von Menschen mündeten. Das hat mit Selbsthass und falschen Schuldgefühlen nichts zu tun. Niemand muss sich schlecht fühlen, nur weil er oder sie Deutscher oder Deutsche ist. Wir sollten tatsächlich in die Zukunft schauen, doch dabei aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Wieso sollten wir uns mit deutschen Unternehmern und Unternehmerinnen, die heute wie einst im großen Stil Ost- und Südeuropa kolonisieren und auch hierzulande Hungerlöhne zahlen, solidarisieren, nur weil sie zufälligerweise auch Deutsche sind, nicht jedoch mit unseren polnischen, griechischen, spanischen oder ukrainischen Leidensgenossen, die in einer ähnlichen Situation stecken wie wir selbst? Kündigen wir endlich die Solidarität mit dem deutschen Kapital auf. Lassen wir uns von Merkel, Steinmeier und Company nicht mehr länger an der Nase herumführen. Nie wieder soll von Deutschland Leid für die Bevölkerung in Ost- und Südeuropa ausgehen. Nie wieder sollen mit deutscher Zustimmung und Unterstützung Angriffskriege geführt werden. Nie wieder sollen Menschen slawischer, jüdischer, sinti-romanischer, afrikanischer oder sonstiger Herkunft unterdrückt oder gar umgebracht werden, während Deutschland es duldet. Die Nationalisten und Verschwörungstheoretiker, die unter dem Label Anonymous im Namen der Freiheit nur den Mächtigen in die Hände spielen, lassen in ihrem Video ausgiebig den ehemaligen CDU-Politiker Henry Nitzsche zu Wort kommen. Damit geben sie sich offen als Sympathisanten mit Rechtsaußen zu erkennen. Nitzsche wirbt etwa mit dem Slogan Arbeit, Familie, Vaterland. Diese Parole verwendete nicht nur der französische Rechtsextremist Le Pen, sondern auch die NPD. Sie geht auf die französischen Nazi-Kollaborateure zurück, die sie der revolutionären Losung Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit entgegenstellten. Inhaltlich meint und meinte sie stets nur eines: Wir sollen hart schuften, schön Kinder bekommen und am Ende fürs Vaterland in den Krieg ziehen. Das ist immer das, worauf rechte Politik hinausläuft. Wir wollen hingegen unser Leben genießen und in individueller Selbstbestimmung leben. Wir sind nicht für ein Europa der Nationen, sondern der Individuen. Wie sagte es nicht so schön ein deutscher Bundespräsident? Ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau. Die jetzige EU-Politik führt nicht zuletzt dazu, dass Milliarden Menschen auf der Welt in Elend und Hunger leben müssen. Und wenn sie dann die logische Konsequenz ziehen und ins reiche Europa kommen, werden sie wie Untermenschen behandelt oder sogar an den Grenzen umgebracht. Italien verwendet für diese Politik bereits die von Mussolini her stammende Parole vom Mare Nostrum, zu Deutsch, unser Meer. Die EU steht den USA, Russland und China in nichts nach. Deutschland nimmt in diesem ganzen Treiben eine Führungsrolle ein. Wir, die deutschen Ausgebeuteten, verhalten uns im Vergleich zu unseren Freunden und Freundinnen in Spanien, Griechenland oder der Türkei bislang noch verhältnismäßig ruhig. Dabei könnte gerade unser Widerstand dem Treiben der Mächtigen einen entscheidenden Schlag versetzen. Dabei warten gerade unsere Freundinnen und Freunde in Süd- und Osteuropa auf den Beweis, dass auch wir nicht einverstanden sind mit der deutschen Ausbeutungspolitik, dieser Fortführung der Politik früherer Tage. Warum streiken wir nicht mehr? Warum lassen wir uns alle Maßnahmen der Mächtigen so widerstandslos gefallen? Weil es uns noch vergleichsweise gut geht. Doch welchen Preis sind wir für dieses vergleichsweise Gutgehen bereit zu zahlen? Langfristig zeichnet sich doch ab, dass die gegenwärtige Politik in einer sozialen und ökologischen Katastrophe ungeahnter Dimensionen mündet. Und bereits jetzt spüren wir alltäglich, wie sehr uns Leistungsdruck,
Hartz IV Bahn und autoritäre Sicherheitspolitik fertig machen. Lasst euch nicht verarschen. Schenkt den rechtsradikalen Phrasendreschern kein Gehör. Ihr Gerede läuft immer wieder auf dasselbe heraus. Gegen das Europa der Konzerne und Nationen, für ein Europa der Menschen, in dem jeder und jede gemäß seiner oder ihrer Überzeugung glücklich werden kann, das mit der Tradition des europäischen Imperialismus konsequent bricht.